Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Frankreich. So, ich baue jetzt den Petersdom aus. Nicht, weil wir ihn brauchen, aber einfach nur, weil mich die Meldung da oben ankotzt. So, so bin ich. Genau so bin ich. Ansonsten, wir könnten noch ein paar Staaten begründen. Würde sogar wirklich gehen. Was hätten wir denn? Valencia mit 30 zum Beispiel. Hauen wir mal rein. Und Aragon ebenfalls. So, dann haben wir, zack, wie schaut's aus? 125 von 100. So, Koalition ist erstmal weg, das ist schön. Trotzdem werden wir klitzebisschen ruhiger sein. Vasconia nehmen wir auch noch mit rein. Und dann oben noch Schottland. Pers mit 21. Also ist das hier unten? Ne, das machen wir nicht. Hier wird ja eine Kolonialnation irgendwann entstehen. Ligurien werden wir aber mit reinnehmen. So, okay, das war's jetzt erstmal. Das war's jetzt erstmal. Wobei, wir könnten eigentlich... Na komm, wir machen die beiden hier oben auch noch. Was wir haben, das Hammer. Was wir haben, das Hammer. So, jetzt aber wirklich. Wir haben Geld. Wir sind jetzt ein bisschen ruhiger. Wie schaut denn unsere Flotte aus? Können wir die upgraden? Ja, für 1300. Dann werden wir das tun. Allerdings erst, wenn wir die 1300 logischerweise auch haben. Was schnell geht, weil wir unglaublich viel Geld machen. Wir erhalten eine Inflation. Produktionseffizienz wollen wir nicht. Wie schaut unsere Inflation an sich aus? Wahrscheinlich eh nicht vorhanden. Nein, wir haben genau 1. So, verliere 5 Inflation, erhalte eine Stabi, erhalte Dukaten. Achso, es geht nur um das untere. Inflationsreduktion oder Zinsendarlehen brauchen wir beides nicht. Wir haben beides nicht. Wieso habe ich Kriegssteuern die ganze Zeit an? Gute Frage, nächste Frage. Wahrscheinlich, weil ich es irgendwann vergessen habe. So, wir haben 3000 Dukaten. Was wollen wir denn dafür machen? Was wollen wir denn dafür machen? Wollen wir wirklich was ausbauen hier? Die Festung. Ausschiffungszeit, Kriegspunkte, andere Religionen. Ja. Eroberungschance, Schiffe, ja. Ja, Resistenzreform brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Einheitenlimit, Flotte, ja. Wir nehmen mal die Kriegspunkte anderer Religionen. Oh, was passiert hier? Ojo, wer ist Ojo? Irgendwas hier unten wahrscheinlich. Ja, die Autonomie nehmen wir nicht hin. Das nehmen wir nicht hin. Hier unten ist Ojo. Aha, was ist denn das für ein Krieg? Ojo, Songhai und Kano. Okay. Auch interessant. Marokko, bei dir haben wir schon gesagt, wir haben keine Kriegsgründe gegen dich, ne. Wir bekommen blöderweise auch an keine Kriegsgründe. Frühe Flottenzermürbung. Ja. Passiert. Wir haben nach wie vor eine Königin, gell? Ja, eine Kaiserin. Schiff ist gesunken, Schiff ist gesunken. Wir haben es leider nicht geschafft, aber war ja ein bisschen abzusehen. War ja ein bisschen abzusehen. Hm. Wir sollen die Schulden begleichen. Okay, mach mal. Dann nehmen wir hier mal 3 Schiffe raus. Hauen da einen Entdecker rein. Graden mal die Schiffe ab. Wir ziehen mal kurz alles hier zurück, was geht. Ich würde gerne mal
auch das Kleinzeug hier einfach mal ganz kurz. Was? Kann ich? Alles ausgebaut, na gut. Dann Handelsschützen, du gehst wieder Bordeaux. Ja. Du gehst Bordeaux. Du gehst Karibik, wenn du repariert bist. Und du erkundest, wenn du soweit bist. Haben wir. Quantität. Wollen wir da rein? Ja, wollen wir dringend sogar. So, jetzt gerade haben wir keine Koalition, gell? Nein. Wir haben gerade keine Koalition. Alle Provinzen im Bereich Ligurien. Ah, hier, Genua. Und alle Provinzen im Bereich Frieden. Okay, hier müssen wir gegen den Osmanen ziehen. Das ist schwer momentan. Wenn alle mitziehen, okay. Aber schwer ist es trotzdem. Vielleicht erstmal Genua. Da würde Böhmen natürlich gegen uns ziehen. Was jetzt nicht unbedingt das Problem wäre. Kann man ja wieder verbünden. Aber ich glaube, ein bisschen müssen wir noch setzen lassen. Innovation, Pastorenstand, ja, ich hätte schon gern ein bisschen die Innovation. Stonehenge können wir ausbauen. Toleranz, Heretiker, Toleranz, Ungläubige, ja, das wollen wir sogar ganz dringend, wollen wir das sogar. Okay, jetzt haben wir hier schon drei Provinzen. Nehmen wir die nächste, mal schauen, ob wir überhaupt da rankommen. Frevel! Okay, wir müssen mal unsere Truppen hier woanders hinfahren. So. Diplomatische, nee. Oh, Meinungen. Ja, das wollen wir haben. Das wollen wir haben. Okay, hier, nächster Krieg. Wieder in Übersee. Großprojekte, Verbesserungskosten minus 25%. Ja, will ich aber einfach nicht. So viel bauen wir da nicht, dass sich das wirklich lohnt. So viel bauen wir da einfach nicht. Gehen jetzt eh mal wieder ein bisschen in die normalen Gebäude rein. So, ich bin jetzt nur am Überlegen, wo als nächstes hin. Vielleicht wieder England. Moralarmeen, den nehmen wir. Können wir November 99 in einem Jahr. Das gefällt mir tatsächlich relativ gut. Ich wollte die Flotte upgraden, gell? Mist, habe ich vergessen. Ich Schlaubi. Ich Schlaubi habe das vergessen. Produktionseffizienz nehmen wir mit. Graden wir aber zumindest auch auf die 2 ab.
Wir bringen mal unsere ganzen Leute schon mal in Stellung. Und diesmal wollen wir vielleicht auch mehr von England und weniger von den kolonialen Nationen. Schiffshandelsmacht, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein General fehlt. Danke. So, Erkundung abgeschlossen. Wir bräuchten noch irgendwo hier mittendrin eine Provinz. Samoa, Portugal, Spanien, Portugal. Kommen wir nur nicht dran, weil die alle Spanien hat. Ich sehe schon. Spanien wäre eigentlich ein Ziel. Kriegen wir halt nicht, weil war mal gerade. Oktober 1600. Na gut, würde aber eigentlich auch gehen. Würde eigentlich auch gehen. Ist halt ein Jahr länger. Unterhaltarmee nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Okay, einmal müssen wir noch rein hier in die ganze Scheiße. Zwei Merkantilismus für 10 Legitimität, mach mal. Ne, wir ziehen jetzt erst gegen England. Danach können wir Spanien machen. Danach können wir Spanien machen, glaube ich. Also erst England, dann Spanien. Und England ist jetzt fällig. Frankfurt, Nordling, Dithmarschen, Lübeck, bababa. Nehmen wir jemanden mit? Ich glaube nicht. Ziel ist Gloucester oder so ähnlich. Rein, rein, rein. Zack, 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 zack. Nicht zack. So, dann schauen wir mal. Lübeck und Dithmarschen. Und hier haben wir Frankfurt. Gut. Du gehst auf feindliche Flotten jagen. Und das hier hinten mit dem Aufteilen hat ja nicht so gut funktioniert. Aber ist okay. Okay, wir schießen uns. Ich meine, wir schießen uns nicht durch. Dafür haben wir anscheinend keine Punkte. Globaler Handel ist da. Gut, der wird sich ultra schnell bei uns ausbreiten. Ja. Also überall. Wo ist er denn gespawnt? In Pisa. Okay. Da kommen Engländer, wollen in uns rein und schaffen es auch besser als ich dachte. Eigentlich sind wir ihnen moraltechnisch mächtigst überlegen. Trotzdem haben sie mir ganz schöne Verluste zugefügt. Bald endet Zeitalter der Reformation. Ich fahr hier mal schnell. Warte mal, hä? Ich kann da rüberlaufen? Na, dann machen wir das doch. Also wenn ich da rüberlaufen kann. Dann werde ich das tun.
So, Lincoln besetzt. Country gewonnen. Dann würde ich sagen, Raider. Aber das waren die falschen. Ich wollte hier, die da wollte ich haben. Krieg von Schottland vorbei. Die da hier will ich eigentlich haben. Jetzt haben wir sie. Wir können schon wieder erkunden. Was macht denn Frankfurt eigentlich? Nix. So. Einmal bitte belagern und wipen am besten. Dankeschön. Könnte die Festung hier mal bitte fallen, endlich? Wäre nice. Nächste Konvertierung. 71%, komm. Wir. Elfenbeinküste. Haben sie mich wohl besetzt da unten? Na, eigentlich ist ja gar nichts. Achso, Elfenbeinküste ist ja auch hier oben. Aber selbst hier ist ja nichts. Die Kapküste. Wo ist denn die Elfenbeinküste? Bin ich dumm? Oh. Ja, doch. Und das wurde verwüstet. Ja, von wem denn? Kein Plan. Frankfurt hat keinen Bock mehr. Ja, okay, komm, geh raus. Geh raus aus dem Krieg. Ich hab's ja nicht mal belagert. Hä? Na, dann halt nicht. Egal. So, ihr geht mal bitte darüber. Die Festung hier will einfach nicht fallen. Kirchenstaat, Koalition. Geht schon wieder los, die Scheiße. Geht die Scheiße hier schon wieder los. Flotte, komm mal her da. Bring mal hier rüber. Würdest du mal bitte fallen jetzt hier endlich? Irgendwo haben wir ein paar Händler verloren. Nervig. So. Und rein da in die Engländer. Zackadack. Komm. Eieiei. So, nächste Belagerung. Mann wurde... Mann wurde besetzt. So schnell sind wir da wahrscheinlich nicht da unten, dass wir da gescheit kämpfen können. Die werden auf jeden Fall nochmal Moral einen Tick generieren. Ja, haben sie soeben bekommen. Haben sie soeben bekommen. Wir können nichts mehr erkunden. Aber wo wollt ihr jetzt hinfliehen, Engländer? Da oben. Das könnt ihr gerne tun. Jetzt seid ihr nämlich weg. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal noch nach Dithmarschen. Hier können wir jetzt auch hinmarschieren. Montferrat, okay, dann macht es Mailand für uns. Sehr gut. Nächste Koalition. Siena. Mit Kirchenstaat und Siena. Das ist ein bisschen lächerlich. Wir nehmen mal 100 Dukaten. Wadjuk ist fertig. Sehr gut. Oh. Das hat ja schon mal nicht funktioniert. Das hat ja schon mal... Ich sag nichts dazu. Ich sage nichts dazu. So, liebes England. Oh, jetzt haben wir hier plötzlich 27.000 Mann stehen.
von Lübeck. Lübeck hat 27.000 Mann. Auch nicht schlecht. Wir kommen. Wir kommen, Lübeck. Mailand geht sogar mit. Das ist schön. Besteuert es. Okay, aber schaut mal. So wenig Moral, dass das kein Viper ist, ja schon eigentlich ein Skandal. So, wir sind durch. Wir sind durch. Was haben wir jetzt? Entwicklungskosten global. Na okay. Der letzte Punkt war jetzt nicht ganz so schön für uns oder nicht so wichtig für uns. Schweden hat England gezwungen, ihre Allianz mit Norwegen aufzulösen. Das finde ich interessant. So, jetzt gucken wir aber einmal trotzdem mal. Das da hinten wäre wahnsinnig schön. England, Venedig, Siena, Genua, Portugal, Kirchenstaat und Spanien. England, Venedig, Siena, Genua, Portugal, Kirchenstand, Savoyen, Spanien, Salzburg. Harmlos. Immer noch harmlos. Setzt durch Frankreich. Wie wäre es, wenn wir das Ganze so machen? Absolut harmlos. Bam. Bam. Wir warten mal ganz kurz. Dann. Das ist noch eine Kolonie. Und dann können wir jetzt... Scheiße, wir haben gar keine Punkte. Wir haben gar keine Punkte. Nein! Okay. Wir haben einen untätigen Händler. Wir haben einen untätigen Händler. Wir haben hier einen sitzen, wir haben da einen sitzen. Wir haben hier noch keinen mit 35% und 6. Okay, dann machen wir Handelseinfluss übertragen. Da haben wir ja einen drinnen sitzen, ja. Okay, wo sind unsere Truppen? Da haben wir noch zwei. Okay, passt soweit. Dann würde ich trotzdem gerne aus... bauen. Von denen schon mal. Ich habe schon wieder vergessen, die Flotte auszubauen. Aber ist okay. Das ist okay. Und hier gehen wir wieder auf 10 Schiffe. Ne, komm, wir verlieren lieber 5 Prestige. Pardova. Kümmert sich Mailand wahrscheinlich selbst drum. Wie viele Kolonien haben wir? 2. Heißt aber, Australien hat nicht geklappt. Doch. Du hast nicht geklappt. Genua. Eigentlich müssten wir jetzt sagen, wir ziehen direkt wieder gegen Spanien, damit da wieder keine Koalition entsteht, gell? Machen wir aber nicht jetzt, machen wir in der nächsten Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Servus.